Kamera läuft. Ja, so, das war Bad Essen 2024. Wir sind durch. Komplett durch. Ja, komplett durch. Ja. Morgen in Nacken. Tag gesagt. Wir sind heute in Bad Essen. In Bad Essen. Ja, auf der Tummelwiese oder wie heißt das hier? Ja, genau. Auf der Tummelwiese. Ja, ich mach mal ein bisschen Platz. Dann ja, ich kann euch mal hören, da tummelt sich das Bogenvolk quasi. Ja, ich weiß gar nicht alle, was die hier wollen. Ich auch nicht. Wahrscheinlich eine Runde Bogenschießen. Wahrscheinlich. Ja, wir nehmen euch mit in den Parcours, zeigen wieder so die eine oder andere Situation. Der Rolf, der hat heute Großes vor. Der musste einen guten Platz aus dem letzten Jahr verteidigen. Da werde ich natürlich unterstützen und nicht so viel filmen, aber so ein bisschen werden wir auf jeden Fall filmen. Ganz klar. Ja, Bad Essen, was ist besonders hier? Bad Essen ist schon mal dicht bei unserer Heimat. Ja. Unserer Heimat. Sehr schönes Gelände immer. Da wird extra aufgebaut, der Parcours, ja, für dieses Turnier. Beziehungsweise ist ja eine Trophäe, ist ein Zweitagesturnier. Und ich bin gestern schon wieder angereicht und campe hier, und das ist immer wunderschön, weil man sich im Vorfeld schon mal mit den ganzen Leuten wieder unterhalten kann. Ja, der Rolf hat so eine Taktik, ja, der trinkt mit denen immer und er trinkt weniger als die anderen. Ja, zum Parcours muss man noch sagen, der wird hier extra für das Turnier gestellt. Der ist also nicht permanent hier vorhanden. Dann wird der gestellt in einer ganz interessanten Form, und zwar wie ein Kleeblatt. Du kommst also mehrfach an dieser Versorgungsstation vorbei und hast da die Möglichkeit, nochmal Wasser zu fassen. Genau. Oder dergleichen. Oder ein Fischbrötchen. Oder ein Fischbrötchen. Und meist steht auch zur Belustigung des Volkes dann dort ein Bär aus Stahl, auf den wir dann da schießen müssen. Und der Rest hat dann was davon, wenn es dann immer so schön klonkt. Also letztes Jahr habe ich ihn auch getroffen. Oh, schön. Schön in Stahl. Schön in Stahl. Wie sieht's aus mit der Strecke? Es soll ja wahnsinnig viel zu laufen sein. 10 Kilometer, 12 Kilometer, wie viel sind es? 8,5, hat man mir gesagt. 8,5, also es kursieren hier die schärfsten Schichten. Vorhin hat mir jemand erzählt, naja, er schießt, also er geht ja hierher wegen dem Laufen, das sind ja 20 Kilometer eine Strecke. Glaube ich jetzt natürlich nicht. Haben wir die Möglichkeit, das irgendwie noch herauszufinden? Vielleicht könnte ich das mal tracken. Ja. Das wäre gar keine schlechte das Idee. Das wäre natürlich genau. Cool. Ja, ja, dann blenden wir es auf jeden Fall mit ein. Richtig. So, jetzt haben wir auf zu labern. Da guckt sich sowieso kein Schwein an, wenn wir hier so lange quatschen. Und wir gehen jetzt Spaß haben, oder? Richtig. Bis später. Bis später. Heute in der zweiten Runde hier in Bad Essen, und im Gegensatz zu gestern habe ich heute ja einen alten Bekannten mit, und zwar der Olaf sagte so schön, heute schießt der Geist von Django mit uns in der Runde. Ich schieße heute einen Bogen, der ist größer als ich. 62 Zoll. Mal gucken, wie das funktioniert. Also Spannung heute für alle, nicht nur für euch da draußen, genau, auch für mich. So, Rolf schießt jetzt die Nudel. Ja, oder nicht? Das war die Tomatensoße. Ja, da war die Tomatensoße. Kurzes Zwischenfazit. Wir sind schon an der 33 jetzt. Das ist ungefähr die Hälfte für uns, oder? Das ist schon ungefähr die Hälfte für uns, ja. Und, wie bist du zufrieden mit
Ja, ist ein völlig anderes Schießen. Ist entspannter. Entspannter, ja, ich weiß. Aber nicht einfacher. Also, wir arbeiten noch an einer guten Zusammenarbeit. An einer Symbiose. Ja. Gut, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Ja, also ich glaube... Schädeldecke. Ja, du Kopfschuss, wunderbar. So. So, guck mal dem Rolf auch gleich zu. Was haben wir da hinten? Ein Drachen, wa? Ja, ja, ein Drachen. Jo. Drauf ist er. Drauf ist er. Aber zwischen all den Naturaufnahmen, die wir jetzt so schon gesehen haben und dem ganzen dusseligen Quatsche, kommen wir jetzt gleich zu der Station mit den beiden Bockwurstfüchsen. Und da zeigen wir euch mal ein paar Schüsse. So, die Bockwurstfüchse von Bad Essen. Welchen nimmst du denn heute, Hartmut? Heute den rechten. Heute den rechten. Gucken, ob das eine gute Wahl war. Ja, gucke. Oder welchen nimmst du? Nimmst du wieder den rechten? Ich nehme wieder den rechten. Ups. Excuse me. Er ist zwar nicht Rolf, aber er nimmt auch den rechten. Olaf? 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 Olaf. Olaf, Rolf, klingt ja alles gleich. Okay. Ja, irgendwo ist überall ein F drin, wa? Und ein O. Und ein O. Und Stufe. Ja, der rechte läuft. Ja. Guck. Rolf, nimmst du auch den rechten? Ja, ich nehme auch den rechten. Ich mache das auch wie Olaf. Olaf. Und eben der Boden. Sehr schön. Sehr schöner Wolf. Lob, dann Fuchs. Nicht Wolf. Sehr schöner Wolf. Schlauchwolf. Fuchs. Und Klaus, welchen nimmst du? Rechts. Was für eine Frage. Irgendeiner muss ja daneben schießen. Na, ich bin erst noch. Ich bin immer dran. Kann man die Füchse überhaupt sehen? Ja, klasse. Und jetzt ich noch, ja? Ja, du noch. Welchen nimmst du? Na, den rechten. Aber am schönsten ist eigentlich, wie die da so im Sonnenlicht stehen. Das sieht spektakulär aus. Über den Rücken. Ja, da ist er doch. Und nochmal irgendwo in den Innenrücken. Ja, komm, druff ist druff. Schöne Sonnenlichter mal. Uiuiui. Und der Rolf, der hat sogar noch einen Kill geschafft. Ha! Ha! Ich freue mich. So, das war Bad Essen 2024. Wir sind durch. Komplett durch. Ja, komplett durch. Ja. Ja, ich habe noch eine kleine Verbesserung geschafft. Von 74 auf 78% Leistung zu gestern. Das freut mich sehr. Ja. Ich habe heute eine Ecke schlechter geschossen als gestern. Die wollten mich zwar immer trösten, weil anderer Bogen und so. Er hat einen nagelneuen fremden Bogen geschossen. Also, ja. Da sind 78% vollkommen okay. Ich hätte trotzdem ein bisschen mehr gerne gehabt. Immerhin war keine Null dabei, wa? Richtig. Ja, so. Das ist schon mal in Ordnung. Mhm. Aber das, daran soll man es ja nicht messen, das Ganze. Wir hatten geniales Wetter. Ja. Wir haben in einer tollen Gruppe geschossen. Wir haben leider total versäumt, euch die Leute vorzustellen. Aber wenigstens hier, sagen wir nochmal, danke an Emily. Emily. An Klaus. Klaus, Hartmut, Olaf,
Rolf. Rolf und Andreas. Ja, ja. Die Landschaft war traumhaft schön, lasst euch das sagen. Genau. Und vielleicht guckt ihr ja mal selber vorbei hier. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, und hier einen Platz das kriegt. Lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Ja. Wir sind jetzt müde und gehen schlafen. Gute Nacht. Genau. Wir gehen jetzt was essen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.